Und das muss deine Aufgabe sein. Dein Hauptziel ist, einen Schwung zu finden für dich, was funktioniert. Deswegen testest du die ganze Zeit. So, bitte habe zwei Schwünge. Du hast deinen Schwung mit deinen 1, 2, 3 Schwunggedanken, die du jedes Mal wiederholst mit jedem Schläger. Und dann testest du, experimentierst du. So, ich erzähle dir, woran ich arbeite, was mir hilft, den Ball konstant zu treffen und gerade zu schlagen mit jedem Schläger. Ich fange mit einem Eisen 8 an und meine Gedanken sind beim Ausholen eine Verlagerung nach rechts. Ich spüre sogar, wie mein Oberkörper nach rechts sich bewegt. Man kann es, glaube ich, nicht sehen, aber ich spüre das. Und dann gucke ich, dass ich beim Abschwingen meinen Kopf über den Ball bekomme, recht früh. Und dann von da drehe ich mich und lasse meine Hände laufen. Das war's. So. Und das habe ich jetzt so oft trainiert. Dass ich nicht viel überlegen muss. Das ist einfach drin. Jetzt nehme ich mein Eisen 4. Mein Eisen 4 ist mein Testschläger. Es ist, wenn ich mit diesem Ding treffe, dann weiß ich, dass mein Schwung stimmt. So, beim Eisen 4 ist eher ein bisschen Haltung vorher und während des Schlages. Aber die drei Gedanken. Rechts, über und drehen. Und mir ist es ganz wichtig, für mich und für meinen Schüler, dass auch bei den Hölzern, beim Driver, die Gedanken ähnlich sind. So, seit neulich mit dem Driver tee ich höher auf, um mehr Höhe zu bekommen. Ich halte den Schläger hier in der Luft, achte sehr auf meine Haltung, nach rechts, über den Ball kommen und drehen. Und ich weiß, wenn ich den Schlag mache, schlage ich einen relativ flachen Ball. Im schlimmsten Fall macht der Ball einen leichten Hook, aber der ist immer noch zu finden. So, ich schlage ganz stark vor bei dir, dass du wirklich deinen Schwung hast. Finde deinen Schwung und wiederhol den. Und dann nebenbei experimentierst du. Und wenn du nebenbei merkst, dass irgendwas wirklich hilft, dann bringst du das in deinen Hauptschwung. Ich würde mich sehr freuen, wenn du unter diesem Video in der Beschreibung da schreiben würdest, was deine Gedanken sind, die dir helfen. Diese Information wäre sehr interessant für mich und andere Viewer. Und ich denke, wir können vielleicht von dir lernen. So, wenn du Lust hast, schreib mal was unten in der Beschreibung.